gespielt in Plague Tale Requiem. So sieht's aus. Der Soundtrack ist schon im ersten Screen einfach großartig. Ich liebe es. So, Empty Slot 1. Da müssen wir gleich mal in die Settings reingehen. Dann spielen wir mal los. Starten wir dann das Spiel. Kapitel 1. Unter einer neuen Sonne. Ich bin gespannt. Wir spielen das komplett blind. Ich kenne mich im zweiten Teil hier noch gar nicht aus. Auf geht's. Im Königreich Frankreich. Juni 1349. Er fängt uns gleich, Amicia. Er ist direkt hinter uns. Renn weiter! Er ist zu schnell! Wir schaffen das! Oh nein, der Turm! Er kommt! Blöde Störche! Ihr seid zu schnell für mich! Los, fangt uns doch, Zauberer! Hey, entspann dich! Unser Bösewicht kann nicht mehr! Das ist euer Turm! Er ist verhext! Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Ja. Gebt Acht, Zauberer! Der Kampf ist noch lange nicht vorbei! Eure Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Ja. Na dann, auf geht's. Das wird dann wahrscheinlich Lucas sein. Oder wen haben wir hier? Das an. Eine Burg. Da will ich hin. Ja! Also gut. Dann mal schnell. Hugo, du wirst schwitzen wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. Tut dir nur gut. Sieht auch sommerlich heiß aus. Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich zähle bis 10, dann schnapp ich euch. Oh nein. König Hugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Los, jetzt! Komm, Amicia, die Amazone. Wir brauchen ein gutes Versteck. Ich stehe euch bei, mein König. Gut, behalten wir ihn im Auge. Ja, wenn er kommt, fliehen wir. In welche Richtung? Berg hoch. Er kommt, er kommt. Ich rieche Angst. Ich, Lukas, der Heimtückische. Schwöre, dass ich aus euren Zähnen Eintopf mache. Wie köstlich! Das ist eklig. In die andere Richtung. Mal ein bisschen Stealth. Mhm. Wusste ich sie nicht. Was? Wir sollten ihn jagen. Oh ja.
Kein Erschrecken. Das müssen wir nächstes Mal finden. Müssen die nochmal. Oh nein. Er sieht uns noch. Ihr seid gewitzt, aber ich werde euch trotzdem finden. Dann von der anderen Seite versuchen. Wenn das Spiel will, dass wir das tun. Wo ist denn der hin? Ah! Oh, meine Güte! Du hast dich so erschreckt! Nicht schlecht. Tja, ich gehe mal weiter lernen. Lukas? Naja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Gut, bis dann. Komm, sehen wir uns die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König. Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Obwohl, vielleicht können wir hier noch irgendwas. Vielleicht finden wir hier noch einen Sammelgegenstand in der Ruhe. Dann werden wir wahrscheinlich wieder alles verpassen. Wie beim ersten Durchlauf und beim zweiten Durchlauf des ersten Teils. Und trotzdem sich ein bisschen umschauen. Kann nicht schaden. Noch ist ja alles ruhig. Und schön und sonnig. Betonung auf noch. Wird sich sehr wahrscheinlich sehr bald ändern. Okay, durch die Büsche können wir nicht. Okay, dann über die Berge. Auch nicht. Darf ich da hochklettern? Klar. Fallen nur nicht runter. Tu ich nie. Ja, ja, klar. König Hugo patrouilliert über seinen großen Wall. Was siehst du von da oben? Mein Reich. Ist es wohlhabend? Das war's, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. So schön. Und? Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe. Sie greifen uns an. Oh nein. Und was jetzt? Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Zu Befehl. Meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Das ist eine Zielübung. Ja, mach weiter. Da sind noch mehr Schiffe. Ich weiß es ja noch. Den ersten Teil. Wir werden hier keine böse Magie dulden. Nur gute Magie. Ja, das gefällt dem König. Sollen sie kommen? Ich zermalme sie. Das ist nicht zu lange her. Wir haben viele Feinde. Und sie bisher alle verjagt. Das ist gleich der Innocence, im Stream nochmal durchgespielt habe. Hallo? Oh, hallo? Hallo. Ich kam vorbei und hab die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf.
Ja, aber wer bist du? Tonon, ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Tonon? Klar kann ich das. Toll. Ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen wir. Boom! Wow, du schießt ja gut. Gut gemacht. Wir lassen sie nicht vorbei. Du bist gut. Aber da kommen noch mehr. Und ich versenke sie. Unsere Verteidiger sind zu stark für sie. Ja, Tonon, feuer weiter die Kanone an. Ja, wir treten ihnen in den Arsch. In den bösen Arsch. Hey, ganz ruhig. Ihr beginnt wie kleine Teufelchen zu sprechen. Wir sind im Krieg. Keine Zeit für Manieren. So, verpasst ihnen den Gnadenstoß, Tonon. Zum Glück gehen uns die Steine nicht aus. Hier kommt die Kanonenkugel! Oh nein, Hugo, geh in Deckung! Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tonon. Oh. Das ist ja nicht so, als wäre es in Ordnung. Da kommt, ist nicht alles in Ordnung. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. So viele versenkt. So du bist ein toller Kapitän. Und Tonon war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Alles wird anders, ich weiß es. Das hoffe ich. Wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß, ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Ha, du wagst es? Irgendwann schaffe ich das. Ja, ich bin noch in Übung. Oh. Auf das Schloss Spiel ist riesig. Diesem, was meinst du? Dieses Einsteiger-Tutorial gibt. Na klar, ich bin bereit. Jetzt. Angriff! Angriff! Attacke. Das Tor ist zu, Hauptmann. Was sollen wir tun? Lass mal sehen. Ah, sie ist verschlossen. Die haben uns gesehen. Hier, ein Geheimgang. Schleichen wir rein. Ja, guter Plan. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Oh, die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Wirklich? Oha. Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt zurück. Ja, das war eine knappe Nummer. Das reicht erstmal für heute. Ja, Amicia, hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke, das wird wo sind ziemlich wir denn laut. Hier angebrochen? Seien wir einfach vorsichtig. Riechst du das? Das riecht wie ein Feuer. Ja. Gammelfleisch. Was? Oha. Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe, das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg, leise. Nee, es geht zu. Es war vielleicht ein Unfall. Wo sind denn die Leute? Hier lang. Da sind die Amicia. Leute. Hey! Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es.
Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Stopp. Lüge! Ihr elenden Diebe, ich schneide euch in Stücke! Lauf! Ja. So scheiße, was ist denn hier los? Die Tür! Hier rein. Er verfolgt uns noch. Wir müssen einen Ausgang finden. Hier lang, da passt er nicht durch. Schnell! Was zum... Runter, schnell! Ich komm nicht wieder! Ich schwör's! Schnapp ihn! Und Verbrecher. Halt! Überlass ihn mir! Ich flehe euch an! Nein! Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns geklaut hast? Oh, nein! Mein Gott, Matthias! So, Ein Junge und ein Mädchen. Okay, leider können wir nicht nehmen. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Ja, schnell. Die sind verrückt. In welche Richtung? Da hoch. Und hier lang. Sauerei. Und was wollt ihr jetzt mit unserem Fleisch und Honig? Ihr seid tot. Werfen kann man nicht. Moment! Eindringlinge! Bewegung, Männer! Jetzt drüber! Los! Die werden uns töten! Nein! Weil sie uns nicht entdecken! Wo ihr seid! Nein, nein, nein! Scheiße! Nein! 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 Großvater! Ich werde euch schon nachfinden! Okay, die sind nicht intelligenter als im ersten Teil. Ich wollte gleich töten, ich bin noch zu sehr geschädigt vom ersten Teil. In die Mauer können wir nicht. Ah, dort in den Schuppen können wir rein. Da sehe ich die weiß markierte Stelle. Ich wäre vorsichtig, wenn der so in der Nähe steht. Hier verstecken wir uns. Die finden uns. Wir müssen weiter. Das ist ein Blutbad. Gott. Vorsicht. Heul hier nicht rum. Vielleicht sind noch welche von ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist die Inquisition noch hierher gekommen? Ist mir scheißegal! Ich... Er geht nicht weg. Ich mach schon. Der Werkzeugkasten macht Krach. Die kommen nicht mehr her. Das sag ich dir. Wir müssen sie nicht alle töten, du Spinner. Ja, mit der Hand kann man werfen. Ich wollte doch nur arbeiten. Ich muss hier schleunigst weg. Ha! Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg! Schnell jetzt! Nichts zu sehen. Wenn wir beim Wagen sind, verschwinden wir von hier. Mama wird so sauer sein. Wir erzählen sie einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Wo ist der kleine Scheißkerl? Du solltest doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld! Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Tona! Beweg deinen verdammten Arsch hier rüber, sofort! Ich prügle die Scheiße aus dir raus! Oh nein, hier lebt du noch! Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. Kommen wir so an mir vorbei? Los, hoch da! Schon dabei! Als ob der uns nicht sieht. Direkt neben ihm. Und er sieht uns nicht. Versuchen wir es mal hier. Immerhin haben sie die hier halt, nicht beschädigt. Warte. So
schnell wird es. Oh nein. Er kommt. Und jetzt? Was zur Hölle? Los geht's. Und so schnell wird das wieder grausam. Er hat uns fast gesehen. Ja, wir müssen vorsichtiger sein. Geht klar. Wir müssen zu der Tür da. Ich muss ihn ablenken. Ich will ihn mir vorknüpfen, bevor Vater ihn erwischt. Der versteckt sich hier irgendwo. Amicia, die Töpfe. Könnte klappen. Ah, die Töpfe, ja. Und da sieht er uns noch nicht. Zwei Töpfe. Wenn ich den hinter ihn werfe. Was zu? Ich hab ne Axt! Pass bloß auf! Jetzt lauf schnell! Heilige, schützt mich! Ich habe schon Halluzinationen. Bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Ja. Nein, abgeschlossen. Gibt's einen anderen Weg? Hier ist ein Loch. Mist. Ja, ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Mir wäre es anders lieber. So, aber sei ganz vorsichtig. Keine Sorge. Bitte nicht entdecken lassen. Na los, Hugo. Ganz schön schwer, aber du kannst sie jetzt aufmachen. Ja, sehr gut. Wo sind sie? Haben sie Tomor gefunden? Ich weiß nicht. Wir müssen hier raus. Sie dürfen ihm nicht wehtun. Er kommt schon klar. Wir müssen weg, Hugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber vielleicht töten sie ihn auch. Aber das Meister ist bekannt. Darüber zum Eingang. Und zu den Schweinen rübergehen, das kann ich gut enden. Abgeschlossen. Dachte ich's mir. Wäre zu schön gewesen. Das Tor da hinten. Versuchen wir es. Schweine machen doch bestimmt Lärm. Rauf, bitte! Du warst Vaters größter Fehler. Aber ich bieg das wieder gerade. Hugo, bleib hinter mir! Na toll. Wer seid ihr? Nicht die Schweine machen Ärger. Ist doch egal, wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. Seine Rattenfähigkeit wieder eingesetzt. Sehr schöner Sonnenuntergang.
Ein Phönix. Warum ist der am Strand? Tu mir nicht weh. Wo sind wir? Nein. Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Warte, warte auf mich. Bist du ganz allein hier? Wo ist Amicia? Nein, bleib hier. Atmen, atmen. Ging mir jetzt für nix. Ich muss zurück. Ego. Ich muss zu Amicia und Mama. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Ja, vielleicht hier entlang. Oha. Was? Wo bin ich hier? Amicia? Mama? Lukas? Wo seid ihr? Mir geht's schlecht. Nein! Es tut weh. Bitte! Hör auf zu schreien und hilf mir! Hilf mir! Such sie! Hilf mir! Oh nein! Nein! Nicht das! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Was willst du denn? Du bist so laut. Schon gut. Ich komm ja. Sterb ich jetzt? Ja, komm. Vielleicht kannst du irgendwie entkommen. Ich will nicht sterben. Da rappel ich auch und kämpfe. Es geht wieder weg. Dankeschön. Ich komme wieder, ja? Reden, mit einem Freund.